Huhu, ich habe hier einen ultra, ultra, mini, mini, mini Haul von Doreen Beats. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kleinen Haul gedreht. Aber ich dachte, ich zeige euch die Sachen eben mal trotzdem. Eigentlich sind es gar keine Sachen, sondern eigentlich fast nur eine. Und zwar war da im Wochenendsale, waren diese süßen Steinchen im Angebot. Und da habe ich zugeschlagen, weil die sind ultra geil. Ja, das sind diese hier. Zeigt euch die gleich näher. So, und dann gibt es da auch fast nichts mehr. Das war dann mein Haul, aufregend, gell? Ich habe hier einmal Tütchen. Und wo sind die anderen? Genau, hier. Und diese. Genau, also, ich habe mir diese Steinchen hier bestellt, weil die sind echt geil und die waren im Wochenenddeal oder wie das da heißt, für 91 Cent. Sonst kosten die über 1 Euro, glaube ich. Und da habe ich dann ein bisschen was zugeschlagen. Und zwar sind das diese mega hübschen Steinchen. Das sind so wie so kleine Blüten oder Blümchen. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen hier. Und die glänzen schön. Also ich finde die klasse. Und es sind auch recht viele, wie man sieht. Und da habe ich mir dann 5 Stück mitgenommen. Die waren, wie gesagt, 91 Cent. Und das Geile ist ja, das sind ja immer, war das jetzt so oder täusche ich mich? Da sind ja, glaube ich, immer 2 Birnen drin. Ich guck mal eben. Aber es kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Ich weiß es nicht. Ach, die sind noch mal. Na? Meine Güte. Also das muss ja nun eigentlich nicht sein. Schaut mal, was für eine riesen Tüte die sind. Ja, 2. Wow. Da habe ich ja dann echt ultra viele. Ja, weil davon habe ich, wie gesagt, 5 bestellt in der Farbe. Das heißt, ich habe 10 Bögen und das sind ja, wie gesagt, nicht wenig. Aber die sind aber auch echt ultra schön. Gab es leider auch nur noch in diesen Farben für diese 91 Cent. In diesem, ja, so Silber, was auch immer. Und das ist hier so rötlich. Aber die sind so schön. Wenn die irgendwo drauf sind, ne, wie das, ihr seht ja, wie das glänzt, wie das schimmert. Und 91 Cent für 2 Bögen, das ist ultra günstig, ne? Oh, guckt mal, oh, das ist so toll. Die Sonne ballert hier ordentlich rein. Ich glaube, das kann man hier, oh, das ist jetzt echt ein Geblinke. Ja, das sind die Steinchen. Da habe ich jetzt ordentlich Steinchen. Aber ich arbeite gern mit denen und von dem her kann man davon gar nicht genug haben. Und dann habe ich mir diese kleinen Tütchen hier bestellt. Das sind, weil ich habe viele mit diesem Verschluss oben, wie hier bei der. Und ich wollte mir jetzt unbedingt solche Tütchen besorgen mit Klebefolie oben. Weil da kann man zum Beispiel, das sind so ganz kleine, das kann man jetzt ganz gut sehen. Und da kann ich dann zum Beispiel, sonst habe ich das immer eingefügt, aber dann kann ich hier ein bisschen Streudeko reinmachen. Das kann man ganz gut sehen, gell? Die sind echt klein. Und dann mache ich das hier zu, sozusagen. Das dann halt so zu und dann kann ich das so mit in so ein Flipbook kleben. Genau, so als, also erstmal als Deko, aber eben auch als Goodie sozusagen. Ja, deswegen wollte ich unbedingt so ganz kleine selbstklebende Tütchen haben. Und die habe ich jetzt. Bestellung ging auch relativ schnell, muss ich sagen. Ich war überrascht, dass es schon angekommen ist. Und genau, da habe ich einmal die. Und dann habe ich mir noch so eine geholt. Die sind ein bisschen groß. Ich dachte, die wären ein bisschen kleiner. Das sind so lange, schmale. Weil ich auch dachte, oh cool, da kannst du auch was reinfüllen. Streudeko-Krams. Und auch in so ein Flipbook kleben. Aber die sind schon relativ lang. Trotzdem super, kann man sich auch gebrauchen. So, wenn man die jetzt hier zumacht, sind die ein bisschen kürzer. Ja, kann man gut sehen. Und da kann man auch, wenn man das füllt mit Streudeko oder so, sieht das immer schön aus, wenn es denn irgendwo ja, auf dem Flipbook klebt. Aber ich hätte sie mir ein bisschen kleiner gewünscht. Das muss ich schon sagen. Das ist immer, ja, man hat ja immer. Man liest zwar die Maße und denkt, ja, passt schon. Man hat dann immer keinen Bock irgendwie.
aufzustehen und nachzumessen und bestellt es und denkt, ja, passt schon. Naja, aber es ist in Ordnung. Die sind ja auch nicht so teuer. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. So, und das war es auch schon. Voll die Mini-Bestellung. Ich wollte jetzt auch gar nichts groß bestellen. Es ging mir um die Steinchen. Da hat das Wandchen mir dann Bescheid gegeben. Sie wusste, dass ich die total mag. Und meinte, ey, die sind gerade im Wochenenddeal. Und da habe ich dann auch zugeschlagen. Und das war es auch schon. Ich finde die toll. Die sind so schön. Diese kleinen Blümchen. Ich habe ja so viele Steinchen, aber so ganz normale halt nur. Silber ist auch toll hier. So ganz normale halt, oder das ist so wie weiß, ne? So weiß-silber. Wunderschön. Ja, wie gesagt, die Sonne knallt. So, das war es auch mit meinem kleinen Doreen Beats Haul. Mehr war es nicht. Wie gesagt, sonst kosten die über 1 Euro, wenn mich nicht alles irrt. Vielleicht auch mehr, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber für 91 Cent, zwei Bögen, kann man nicht meckern. So, man sieht jetzt jeden Staubfussel hier auf meinem Handy, weil die Sonne so reinklatscht. Das war es auch schon. Das war, wie gesagt, ein Mini-Haul. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.